Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist gerade mal 6 Monate her, als wir gezwungen waren, mit der Geschäftsleitung, mit dem Management über einen Arbeitsplatzabbau von Tausenden von Mitarbeitern in 4 verschiedenen Geschäftsbereichen zu reden. Was haben wir damals geregelt? Die Forderung war, von der Firmenseite 3.500 Mitarbeiter abzubauen im Geschäftsbereich PS, im XC, im ME und im EM-Bereich. Wir konnten tatsächlich den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis Ende 2029 verlängern, konnten Ausbildungsplätze festschreiben. Ja, wir haben uns da ganz gut geschlagen. Nichtsdestotrotz, mussten wir eben auch den Personalabbau in vielen Bereichen hinnehmen. Und jetzt kurz vor Weihnachten platzt die nächste Hiobsbotschaft von der Bosch Geschäftsführung in unsere Standorte rein. Die Geschäftsführung plant, weitere 3.900 Arbeitsplätze in Deutschland zu vernichten. Das sind in den Bereichen Hildesheim. Dort werden Elektromotoren gefertigt. Dort will man 750 Mitarbeiter abbauen. Im Geschäftsbereich XC, das sind die Standorte Schwieberdingen, Leonberg, Renningen, Hildesheim und Abstatt. Dort will man sage und schreibe 1.850 Mitarbeiter jetzt reduzieren. Und es ist der dritte Geschäftsbereich VM, dort der Standort Schwäbisch Gmünd. Dort will man weitere 1.300 Mitarbeiter abbauen. Zusätzlich hat das Unternehmen angekündigt, weitere Kostensparmaßnahmen durchzuführen, indem die Arbeitszeit in weiteren Bereichen abgesenkt werden soll. Das sind jetzt die Zentralbereiche, das sind die M-Bereiche, aber auch der VM in Abstatt. Das sind nochmal zusätzlich 2.300 Mitarbeiter, die jetzt von 40 auf 35 Stunden runtergeführt werden. Die Mitarbeiter verlieren damit 15% Entgelt. Und neben den Vereinbarungen, die wir davor schon getroffen haben, haben wir jetzt sage und schreibe inzwischen 10.000 Mitarbeiter im Bosch BBM, die auf bis zu 15% Entgelt verzichten. Und das, obwohl der BBM in diesem Jahr einen Gewinn von aktuell 4,1% plus ausweisen wird. Es hat mal zum guten Stil in diesem Haus gehört, dass wir dann in die Taschen der Beschäftigten greifen, wenn wir rote Zahlen schreiben, wenn wir Verluste schreiben. Das war bisher der Stil. Heute ist der Stil, dass man dann in die Taschen greift, um den Gewinn zu erhöhen, der nämlich eben schon aktuell im Positiven ist. Man will also den Gewinn steigern durch einen Entgeltverzicht der Mitarbeiter. Eigentlich haben wir dazu eine Betriebsvereinbarung vor Jahren vereinbart, die kam noch aus der Finanzkrise. Nämlich genau, dass wir in solchen Situationen uns gemeinsam zusammen hinsetzen und darüber beraten, was ist wirklich das Problem, wie groß sind die Herausforderungen und wie schaffen wir es, gemeinsam die Herausforderungen zu bewältigen. Die Firma missbraucht den Tarifvertrag, nimmt Abstand von dieser Vereinbarung und kündigt einseitig die Arbeitszeitverträge der Mitarbeiter, ohne uns einzubinden oder mit uns auch nur ansatzweise darüber zu reden, wie Alternativen sein können. Auch das scheint der neue Stil auf der Schillerhöhe zu sein. Und lass mich da noch eins anmerken. Auch wir im Tarifbereich haben unseren Bonus. Wir haben die Arbeits- und Erfolgsprämie und wir haben die Robert-Bosch-Zulage, die an vielen Standorten greift. Und um euch mal ein Gefühl dafür zu geben, allein in diesen beiden Bereichen spart das Unternehmen bei den Tarifmitarbeitern in Deutschland 36 Millionen Euro ein im Vergleich zum letzten Jahr. Aber dem reicht es nicht. Durch diese ganzen Arbeitszeitabsenkungen wollen sie sich aus unseren Geldbeuteln weitere 140 Millionen Einsparungen holen. Die Frage ist, was ist denn der Beitrag der Geschäftsführung in diesem Fall? Und lasst mich noch eine Anmerkung zur Arbeitszeitabsenkung in den Zentralbereichen machen. Die Zentralbereiche in Summe verschlingen pro Jahr inzwischen 1 Milliarde Euro. Man hat jetzt in mehreren Jahren über mehrere Kostensparprogramme versucht, die Kosten in den Griff zu kriegen, ohne Erfolg. Und wir tun uns schon schwer, wenn wir uns auf der einen Seite vorwirft, wir sind nicht wettbewerbsfähig und gerade in den Bereichen, in denen die Geschäftsführung direkten Zugriff hat, über mehrere Jahre sie es selber nicht schaffen, eine wettbewerbsfähige Organisation aufzubauen. Und jetzt den Tarifmitarbeiter, den wenigen, die es gibt, die 40-Stunden-Verträge zu nehmen und gleichzeitig in einzelnen Bereichen zu beginnen, zentrale Aufgaben jetzt ins Ausland zu verlagern, das kann doch nicht die Antwort auf alle unsere Herausforderungen sein. Deswegen fordern wir hier die Geschäftsführung auf, geht mit gutem Beispiel voran, es ist euer Bereich, für den seid ihr verantwortlich, stellt die Zentralbereiche nachhaltig wettbewerbsfähig auf und damit könnt ihr auch einen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland liefern. Und da möchte ich gleich noch einen weiteren Vorschlag zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland machen. Wir haben an einigen Standorten die Situation,
dass an Sanierungen bzw. Investitionen in Gebäude gespart wird. Gleichzeitig soll die Schillerhöhe recht prächtig ausgebaut werden. Damit wir uns nicht falsch verstehen, dass es da gute Arbeitsplätze geben muss, ist in Ordnung. Aber ich brauche keinen Kräutergarten oder irgendwelche ähnlichen Spielereien. Das ist einfach betriebswirtschaftlich gesehen Verschwendung. Und auch da muss ich sagen, sowas würde man sich an keinem anderen Standort in Deutschland oder auf der Welt erlauben, was man sich auf der Schillerhöhe erlaubt. Und deswegen auch hier unser Vorschlag zum Beitrag, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Stoppt solche irrsinnigen Bauprojekte. Und nun zum geplanten Personalabbau. In Hildesheim sollen von heute 1250 Mitarbeiter 750 Mitarbeiter abgebaut werden. Der nüchterne und sehr kalte Vortrag des Managements vor Ort hat für viel Wut und Frust in der Belegschaft gesorgt. Und die Veranstaltung war sehr, sehr emotional. Da sind viele Tränen geflossen. Die Leute sind geschockt von der Art und Weise, wie da vorgegangen wird. Und sie sind vor allem auch darüber geschockt, dass Hildesheim als ein Standort, der Produkte für Elektromobilität produziert, dass der jetzt da den Gar ausgemacht werden soll und massiv Personal abgebaut werden soll. Das kann man doch keinem erklären. Vor allem, wenn man weiß, dass massive Fehlentscheidungen im Vorfeld getroffen wurden, gerade im Hause Bosch, was das Thema Elektromobilität angeht. Und jetzt sollen die Mitarbeiter die Zeche dafür zahlen. Das werden wir auf gar keinen Fall so akzeptieren. In Schwäbisch Gmünd kam man ursprünglich von 6.000 Beschäftigten, die wir dort hatten. Dann wurden die Anzahl der Beschäftigten jetzt auf 2.800 Mitarbeiter reduziert, also mehr als halbiert. Jetzt kommt die Ankündigung, dass weitere 1300 Mitarbeiter abgebaut werden sollen. Und die Beschäftigten vor Ort fragen sich, wenn es jetzt weitere Verlagerungen nach China gibt, wenn es Verlagerungen nach Osteuropa gibt, was bleibt denn am Ende vom Tag wirklich in Schwäbisch Gmünd noch übrig? Und auch da muss ich sagen, das ist ein Zukunftsprodukt. Es geht um das Thema Lenkung. Und auch da kann es doch nicht sein, dass das Unternehmen seit Jahren es nicht schafft, diesen Bereich irgendwie erfolgreich aufzustellen anscheinend. Wenn ich dann aber sehe, dass der Geschäftsbereich VM zweistellige EBIT-Renditen hat und Geld verdient ohne Ende und wir dann mit solchen Maßnahmen konfrontiert werden, dann muss ich leider feststellen, dass sie einfach den Hals nicht vollkriegen, um einfach das EBIT noch mehr zu erhöhen. Und im letzten Bereich, der jetzt betroffen ist, im XC, da wurden vor Jahren noch tausende Leute eingestellt. Jetzt haben wir vor einem halben Jahr die erste Abbauwelle gerade vereinbart. Da ist die Tinte noch nicht trocken, da kommt die zweite Abbauwelle. Das ist doch einem normalsterblichen Menschen nicht mehr zu erklären, was da los ist. Und man hat den Eindruck, dass das Management nicht mehr in der Lage ist, diesen Laden vernünftig zu steuern. Und dem Ganzen wird dann noch die Krone aufgesetzt, wenn wir jetzt die Information von Beschäftigten bekommen, dass der Bonus im Geschäftsbereich XC für die Führungskräfte dieses Jahr massiv gesteigert werden soll. Das ist einfach kein seriöses Führen mehr von Geschäften. Da geht es nur noch nach unten treten und die Zeche sollen die Beschäftigten zahlen. Da sagen wir ganz klar, das werden wir uns so nicht gefallen lassen. Und vor allem, es sind ja alles Zukunftsbereiche. Wir brauchen diese Zukunftsbereiche wie Softwareentwicklung, wie Lenkung, wie Elektromobilität in Deutschland, um unsere eigene Transformation bewältigen zu können. Wenn jetzt schon die Zukunftsbereiche den Bach runtergehen und hinter Stecker gezogen wird, was sollen wir dann erst mit den anderen Bereichen machen, die wir unbedingt brauchen, um dorthin zu transferieren. Das heißt, die Rechnung wird am Ende so nicht aufgehen. Und wir haben derzeit schon den Eindruck, dass das Management und die Geschäftsführung die aktuelle Situation schamlos ausnutzt, um Produkte und Arbeitsplätze in Deutschland abzuziehen und sich global neu aufstellen will. Und die Fragen, die wir uns schon stellen, sind wir wirklich plötzlich nicht mehr wettbewerbsfähig? Wollen wir uns wirklich bei Bosch so abhängig von den Chinesen machen am Ende vom Tag? Wir haben den Eindruck, dass das Risiko auf Seiten der Firma völlig unterschätzt wird, wenn wir uns den Chinesen so ausliefern. Und wir müssen uns doch hier doch nicht verstecken. Wir haben doch hier in Deutschland was auf der Pfanne. Das, was wir in den letzten Jahren erreicht haben, ist doch eine Erfolgsstory. Und wir können hier Dinge, die andere nicht können. Von dem her müssen wir auch endlich aufhören, uns schlecht zu reden, diesen Standort schlecht zu reden, die Beschäftigten schlecht zu reden. Sondern man muss jetzt im Grunde genommen die Ärmel hochkrempeln, anpacken und einen Plan nach vorne entwickeln. Uns ständig zu sagen, was alles nicht geht, sind wir leid. Wir erwarten jetzt Konzepte, in denen uns gesagt wird, was geht, welche Chancen es gibt. Und darüber wollen wir mit der Geschäftsführung jetzt auch reden. Wir haben ganz klar der Geschäftsführung gesagt, euer aktuelles Modell zur Transformation in Deutschland wird scheitern und es wird den sozialen Frieden bei Bosch riskieren.
All diese Zukunftstechnologien, die jetzt betroffen sind, die werden ja kommen. Das Thema Lenkung ist nötig, Softwareentwicklung wird kommen, Elektromobilität wird kommen. Das heißt, wir fordern jetzt die Geschäftsführung auf, mit uns in Gespräche einzutreten über eine nachhaltige Ansiedlung dieser Zukunftsprodukte in Deutschland. Was wir ablehnen, sind einseitige Verhandlungen nur um die Umsetzung des Personalabbaus. Das wird es mit uns nicht geben und dazu sind wir auch nicht bereit. Und wir sind seit fast einem Jahr sind wir dran, dass wir das Unternehmen auffordern, uns frühzeitig in ihre Ideen und Entwicklungen und Veränderungen in den Geschäftsbereichen mitzunehmen. Wir haben eigentlich einen Beteiligungsprozess dazu, der aber mit den Füßen getreten wird derzeit. Und jetzt kurz vor Weihnachten kommt man auf uns zu, setzt uns die Pistole auf die Brust und will jetzt kurz und schnell mit uns nur über den Personalabbau verhandeln. Das wird so nicht funktionieren, nicht mit uns. Wir als Arbeitnehmervertreter, als Betriebsräte, als Gesamtbetriebsrat, wir sind einfach bereit, in diesen schwierigen Zeiten Verantwortung zu übernehmen. Und wir wollen den Kopf nicht in den Sand stecken und wir werden ihn auch nicht in den Sand stecken, auch wenn wir wissen, dass es schwierige Themen sind, die wir bearbeiten müssen. Wir erwarten aber auch hier, dass die Geschäftsführung Verantwortung für dieses Land und für diese Arbeitsplätze übernimmt. Denn es muss nicht nur das Thema Wettbewerbsfähigkeit ein wichtiges Ziel sein, sondern auch das Thema Beschäftigungssicherung. Und dazu fordern wir die Geschäftsführung auf. Gleichzeitig fordern wir von der Geschäftsführung, dass sie jetzt genau an die Standorte kommen, an denen sie den Arbeitsplatzabbau verkündet haben und nicht irgendwelche anderen Leute vorschicken. Sie sollen selber den Leuten in die Augen gucken, wenn sie ihre Botschaften rüberbringen und es nicht von anderen übermitteln lassen. Deswegen, liebe Geschäftsführung, stellt euch den Beschäftigten, stellt euch der Debatte und verkriecht euch nicht auf der Schillerhöhe. So, was werden wir jetzt tun als Gesamtbetriebsrat? Erste Aktionen sind an den Standorten schon angelaufen und uns ist einfach klar, wir werden in diesem Prozess nichts geschenkt bekommen, sondern wir werden das Unternehmen nur dazu bringen, von ihrem Plan abzuweichen, indem wir massiven Widerstand organisieren. Das, auf was es in den nächsten Monaten ankommt, ist, dass wir zusammenhalten. Lasst uns gemeinsam für die betroffenen Standorte, egal ob Schwäbisch Gmünd, ob Hildesheim, ob Schwieberdingen, ob Leonberg, ob Abstadt oder Renningen, lasst uns für diese Standorte zusammen kämpfen, als ob es unsere eigene wäre. Denn wir müssen alles in die Waagschale schmeißen. Und ich gebe euch Brief und Siegel, das wird eine andere Auseinandersetzung, wie sie in der Vergangenheit war. Da wird ein Aktionstag am Ende vom Tag nicht reichen, sondern ich vermute, wir werden ganze Aktionswochen brauchen, weil gute Argumente am Tisch alleine werden am Ende vom Tag nicht zählen. Und deswegen hier schon mal die Aufforderung auch an euch, an uns, uns zu unterstützen, uns gegenseitig zu helfen. Wir lassen niemanden im Regen stehen. Wir lassen keine Kollegen im Regen stehen und wir lassen keine Standorte im Regen stehen. Wir sind echte Boschler. Das gehört zu einer guten Zusammenarbeit. Denn wir treten noch für die Werte ein, die wirklich wichtig sind. Und es ist Respekt, das ist Wertschätzung, Anerkennung und gegenseitige Hilfe. Dafür stehen wir und dafür lasst uns in den nächsten Wochen und Monaten einfach kämpfen. Und wenn ihr weiterhin informiert bleiben wollt vom Gesamtbetriebsrat, dann folgt uns. Sobald es weitere Neuigkeiten gibt, werden wir euch informieren.